So. Na, dann holen wir jetzt mal Brötchen oder Brot oder was auch immer. Also Kohle, Brötchen oder Brot, je nachdem, genau. Hey. Es ist zu eng, die Bude hier. Gott sei Dank haben wir ja noch keine komplette Quarantäne. Scheiße, Dude. Wir werden heute auch rausziehen nochmal, glaube ich. Oh Mann, das geht so nicht. Also jetzt erstmal frühstücken und dann mal schauen. Was für ein wundervolles Wetter heute. Schaut euch das an, ist das toll. Oh, Sonnenschein, herrlich. Wir gehen jetzt raus. Spazifikationalisieren. Sie sieht immer so zufrieden aus. Ja, ist sie. So, im wunderschönen Neukölln unterwegs, ja. Also, Marlies. Untergekommen, die Gegend, die war früher nicht so. Das habe ich zumindest nicht so in Erinnerung. Wie war es denn früher? Ordentlicher, sauberer. War natürlich trotzdem keine feine Wohngegend, aber es war nicht so müllig. Der Müll ist super extrem geworden in letzter Zeit hier. Ja. Also hier bei Papa ist echt, hat total abgebaut, die Wohngegend. Marlies besucht ihre alte Wohngegend. Ja, da habe ich gewohnt, als ich schon älter war. Der Balkon, der da so. Ach so? Okay. Ganz am Ende. Da haben wir früher gewohnt. Boah, aber auch nicht so groß. Nee. Da sind wir ja dann ausgezogen, dann in die Mainz, in die Wiener Straße danach. Was machst du da unten? Ja, das ist wieder ein anderer Aufgang. Das ist ein anderes Haus da. Also, das ist wahrscheinlich das gleiche Haus, der gleiche Bauer. Einmal durchgezogen worden, wa? Das ist eigentlich ganz schön da so in der Ecke, ne? Überhaupt ist das hier ganz schön gemacht eigentlich. Mensch, damals hat man eine Wohnung gefunden, ne? Ja. Mama, kannst du auch auf den... Und das war eine Riesenwohnung, Wiener Straße. Mama, eigentlich auch Mama. Zu klein. Aber die war riesig, oder? Ja. Zwei Wohnungen zusammengelegt. Ja. Hey, guck mal, hier sind Elke und Julia und Sean zur Schule gegangen. Hier ist hier zur Schule. War nicht weit weg. Nee. Voll praktisch, ne? Was für ein Ausflug, was für ein Ausflug. Also mit Müll wird hier nicht gespart. Hier liegt noch ein Weihnachtsbaum, ey, guck mal. Ich hab einer vergessen, um die Jahreszeit. Durch Jammern kommt man nicht weiter, hä? Wir haben hier einen kleinen Jammersack heute. Das ist Gadi. Ja, die ist sehr sensibel irgendwie in letzter Zeit. Oh, Zucker. Wo ist denn das von Anouk? Na gut, dann. Piep, piep, piep. Guten Appetit. Na, was so, was für ein Ausflug. Ja. Meine Güte. Der ja, war furchtbar für mich. Was? Wieso? Meine Jacke. Ihre Jacke. Ja, wenn du dich da in die bepullerte Ecke stellst. Nein, das ist ja gar nicht. Wir essen wieder mal. Kommst du an, Simon? Ja, war ein schöner Spaziergang eigentlich. Zwischen Riffenpiez, durch die Hasenheide. Kolumbia dann runter. Mama ist zu Hause gesehen. Mainzer Straße. Hermannplatz. Und wieder zurück. Und dann haben wir noch lecker Kuchen gekauft bei Togo. Ona hat in der Zeit geschlafen. Das meiste der Zeit. Schläft immer in der frischen Luft. Das ist gut. Hängt ganz schön. Klettet. Ja. Tja, was mache ich hier heute im Keller? Erstens suche ich ein paar Fitnessgeräte für Marlies. Die habe ich ja hier nun mal drin. Und zweitens muss ich ein bisschen sortieren, sodass ich den Laden auch dann irgendwann wieder benutzen kann. Ich habe jetzt erstmal alles nur so reingeschmissen. Ja, ich weiß, dieses ewige Sortieren und so, das interessiert auch keines okay, auch. Aber das ist nun mal das.
was ich die meiste Zeit meines Lebens tatsächlich mache. Sortieren. Sortieren, sortieren, sortieren. Von links nach rechts, von A nach B. Immer hin, immer her. So. So, jetzt haben wir aber alles. Ich glaube, mehr ist nicht. Mehr brauchen wir erstmal nicht hier. Waage für die Trainingserfolge haben wir jetzt zu Hause. Gut, dann möchte ich mal sagen, gehen wir jetzt nach oben, schleppen den ganzen Rotz hoch, machen den sauber und bauen den auf. Zeig mir, mein Papa. So, ich bin gleich wieder da. Wo sind die Gewichte? Er ist eigentlich schon da. Mama, die Tür war offen. Ist das für das dort oder nee, das für die Gewichte? Ein Gewichtehalter, oder? Der haltet Gewichte, glaube ich. Schön gerade. Mhm. Nicht so oder so. Mhm. Eben schön. Mhm. Schön. Das ist richtig schwer. Ach, guck mal, da fängst du schon an zu schockeln. Ja. Der Arm hängt. Noch hin, noch hin, noch hin, noch hin. Kommt noch wieder, noch wieder. Doch! Sechs. Sieben.
Komm, komm, komm. Lass euch hier verkotzen. Ich hatte Angst. Weiter, weiter. Oh Gott, mir kommt gleich die Kotze zum Hals. 11? Na, eh noch. Komm, ich kann es auch komplett halten. 12. Mama, das war gut. Ja, was haben wir heute gemacht? Ja, nichts. Ha. Wir waren spazieren, wir haben trainiert. Marlies hat trainiert, ich nicht. Ich habe nur im Keller alles wieder hin und her geräumt, habe mein Servi kaputt gemacht. Ich hab's gewusst, dass das passiert. Das ist ja wieder Mama, Ona heißt typisch. Mrs. Ona. Und dann ist mir was aus der Hand gerutscht und genau da drauf klatscht. Ein Teil kaputt. Klar war ich sauer auf mich. Ich bin total geärgert. Aber so ist es halt. Was soll man machen? So ist es. Und jetzt mache ich Feierabend, schneide den Rotz morgen zusammen und dann schauen wir mal, ob ich da was 4-5 Minuten sinnvoll bei rauskriege. Oder so von unserem Tag heute. Und die Pflanzen, die Anouk eingepflanzt hat, fangen an zu sprießen. Lecker, lecker. Und die hier, die Frühblüher, die sind leider schon am Verwelken. Aber da kommen nochmal neue Triebe. Bloß, ich weiß nicht, ob das nochmal was wird. So, dann muss ich hier. Haben wir Wäscheklammern oder sowas? Nee. Ich sag so, creme mich gerade die Lippen so ein und ich sag so, auf einmal kommt hier so eine Dunstwolke und ich so, boah, was riecht denn hier so nach Windel? Ist der Müll hier noch irgendwo? Haben weggeräumt. Genau, und dann mache ich zu Anouk. Aber kannst du kurz mal ohne das Po riechen und Anouk so. Oh mein Gott. Innere Verwesung fängt auch bei den Jüngsten an. Ja, so ist das halt. Also, macht es gut, bis morgen. Ciao, sagt der Tommy.